So. Hallo. Was im Krankenzimmer? Genau, wir sind letztes Mal stehen geblieben. Genauso wie der Stream. Oder? So. Ja, läuft. Wir sind letztes Mal stehen geblieben. Wir wollten Bruce das Schaf killen. Gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Der Typ steht da wie hingestellt und ich hab. Ah ja, okay. Kann er mal weggehen? Ich sollte mir eine Karte organisieren. Hä? Ah. Okay. Ich kann schon erzeugen. Aber die sind gerade alle ziemlich am Schlafen und alles. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal hier. Entschuldigt, falls ich hier zwischendurch niesen muss oder Nase schnupfen muss. Sagt Erkältungsstream und so. Sind hier so viele Fleischschwanzen. Thank you.
Aha. Ich finde diesen Waldsound so cool. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Holy shit. Alter, wo kommen die denn jetzt her? Nichts zu plündern. Heilige Scheiße. Nichts zu holen. Das lief ja gar nicht mal so übel, der Dübel. Ich erzähle das. Ich immer noch. Stehen die da eigentlich so abseits, um was zu verbergen? Hey Neuling, sag mal, was ist ein Kürbis? Wie bitte? Ein Kürbis ist eine große Frucht, oder etwa nicht? Oh nein, nein, es ist ein Gemüse. Denn es ist ein Gemüse. Und ich hatte doch recht. Nimm das. Warum fragst du so dumme Sachen? Warum nicht? Ganz genau. Warum stellst du so dumme Fragen? Das ist unser Spiel. Mach dir keinen Kopf. Okay. Daran wird sich nie etwas ändern. Das hätte ich dir vorher sagen können. Was haben wir denn da hinten? Meine Meinung kennst du. Junge Feldräuber. Könnte ich hinkriegen. Aber nicht alle auf einmal. Andererseits. Ja. Sie haben gesagt, niemals nachts in den Wald reinrennen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ui. Hallo. Dankeschön für den Raid. Also. Grüße gehen raus aus dem Lazarett Stefano. Die Kranken grüßen euch. Ah, wie war's, Gam? Schoki, du warst auch mit dabei.
Halbwegs warst du dabei. Was heißt denn das? Um Gottes Willen. Was habe ich hier? Scavengers. Jetzt kann ja nur nach hinten losgehen. Oh, ich hab's geschafft. Nios ist auch da. Hallo. Ja, dritte Mal erkältet seit November, also halbwegs, ne? Deswegen habe ich auch gesagt, hallo im Lazarett hier. Lazarett Viking. Scavengers und Moleratz. Das war damals so das Ding. Drecksau. Oh ja. Die Moleratz. Da sehe ich Ratten. Erstmal noch den letzten Scavenger hier wegmachen. Oh ja. Hier noch so ein paar Waldbären, okay. Ja, gib dem Hund mal Pat, Pat, Pat von mir. Also ich meine jetzt gerade, dass Schoki Minios ein Pat, Pat geben soll. Aber dem Hund auch, ja? Da ist er. Sehr gut. Ich vermisse ja so ein bisschen die Seven Days Zeiten, wo wir zusammen gezockt haben. Da gab es dann immer schön saure Sprüche. Das war cool. Kein Pilz. Ah ja, da vorne, Bradde. Ja, danke erstmal an alle, die mitgekommen sind. Ich bin Stefan, aka Viking Stefano. Und wir spielen hier Acholos, das ist eine Gothic 2 Full Conversion Mod. Das heißt, da haben sich Leute hingesetzt und ein komplett neues Spiel draus gebastelt. Findet vor Gothic 1 statt, zeitlich gesehen. Wir spielen hier den Hauptprotagonisten Marvin. Und wir sind von Londram geflüchtet und versuchen hier auf der Insel Acholos, die zum Archipel dazugehört, einigermaßen klarzukommen. Aber Gothic wäre nicht Gothic, wenn das schon so das Ende der Geschichte wäre, ne? Wir sind hier noch sehr am Anfang, deswegen ein bisschen looten und leveln. So heißt das ja so schön, ne? So. Machen einfach mal hier vorne so ein bisschen den Platz frei, würde ich sagen. Oh.
Wer bist denn du? Ach, das sind mehrere. Gar nicht cheesy. Nichts zu holen. Was ist denn Innos Gnade jetzt gewesen? Huch, oder was? Nee. Oh! Geil. Bringt es bei dem Juten Feuergott hier zu beben? Oder Sonnengott? Gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Merkt man gar nicht, dass es ein polnischer wow. Entwicklerstudio war, polnisches. Oh, mit dem Stab, das macht so viel Spaß. Nicht mehr mit dem kleinen Brotmesser. Baka! Zu holen. Da ist nichts zu holen. Na komm. Oh, Katze ist auch wach geworden. Ja, fein, Yumi. Wenn jetzt noch polnisch könnte, dann könnte man wenigstens sagen, was er davon sich gibt. Po zmroku do duchów zwraca. O, aufgeräumt, würde ich sagen. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Die Schildkröten, die waren fies. Aber die konnte man hier ganz gut wegschießen, oder? So, haben wir hier noch irgendwas? Nicht. So, was haben wir jetzt da bekommen? Schutz vor Hiebschaden. Ja, Hieb oder Schnitt. Ich glaube, nochmal Hieb. Oh ja, 200. Das is ist es.
Ey, noch was übersehen? Skąd boska dochodzi mnie pieśń? Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. Po zmroku do ducha zbieramy się, co mogą powiedzieć, któż wie. O, da ist noch eine Schildkröte. Czy prawdę poznamy przyszłości swe ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? O! Sind hier mehrere Schildkröten? Die Drecksau wollte mich von hinten erwischen. Nicht zu holen. Wenn die 100 HP bringt, dann sind die wahrscheinlich sau stark. Wahrscheinlich. Nein, ein Schlag hätte er noch gebraucht. Come on. Easy. Das wird jetzt easy. Junge, warum springen die auf einmal so nach vorne? Gibt's doch nicht. Müssen wir dann den anderen Käse anfangen hier? Na gut. Schildkröte hat's so gewollt. Sodala.
Goblins sind auch sehr verheißungsvoll, wenn ich da oben rufen. Auf jeden Fall Bock reinzugehen. Zack. Ich habe gehört, Goblins können wenig und davon viel. Ja. Der Einzige, der mich stoppen kann, bin ich selber. Na komm her. Nichts zu plündern. Zur Sicherheit haben die auch noch einen zweiten Stock dabei, falls sie den ersten verlieren. Okay. Entweder fließt das Teil jetzt runter oder... Das ging jetzt ein bisschen flott. Gut, das sind Flussblutfliegen. Ich glaube, Flussblutfliegen sind noch nicht so meine Kragenweite. Sprechen wir mal den Musiker an. Głos harfy nadaje jej przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Schönes Lied. Früher als ich jünger war, hatte ich auch eine weniger heisere Stimme. Aber es freut mich, dass es dir gefallen hat. Wer bist du? Mein Name ist Terry. Ich bin ein fahrender Sänger und verdiene so meinen Lebensunterhalt. Ich glaube nicht, dass du hier ein großes Publikum hast. Früher war es besser, aber heutzutage hören mir hauptsächlich die Tiere und der Regen zu. Kann man mit Singen seinen Lebensunterhalt verdienen? Es geht schon, wenn man hochrangige Freunde und ein Dach über dem Kopf hat. Aber heutzutage weiß niemand mehr fahrende Sänger zu schätzen. Aber ich komme irgendwie schon hin. Hier und da erwische ich einen Moonrat oder kann die Eier eines Scavengers stehlen. Und wenn ich Glück habe, werfen mir Reisende eine Münze zu. Hier. Wie geht's? Mir geht es gut. Ich genieße die Schönheit der Natur. Ich singe meine Lieblingslieder. Ich kann nicht klagen. Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos.
Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas. Okay. Gdy słońca przyświeca nam blask. Dann gucken wir mal. Po zmroku do duchów zwracamy się. Scavengers. Okay. Höre ich Goblins? Okay, das war ein beschissener Baum. Zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślady? Da ist nichts zu holen. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Skąd boska dochodzi mnie pieśń? Da ist nichts zu holen. Alten Bullreds. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Will da aber gerne rein. Jetzt die Frage, leben lassen oder nicht? Als wenn man hier noch nicht rein darf. Das ist Kapitel gebunden. Okay. Wichtig, immer mit Zauber in der Hand rumlaufen. Manchmal übersieht man echt krasse Sachen. Ich bin am Überlegen, da vorne nochmal hinzugehen, weil da Froschmenschen sind. Wer bist du? Ich. War schon.
Ist der Schäfer jetzt vielleicht am Schlafen? Hält sein Schäferstündchen? Er ist auf jeden Fall weiter weg. Ruze. Wer will mich jetzt hier schlagen? Okay, also die Bäuerin sieht einen durch die Wand. Nichts zu holen. Den muss man doch irgendwie anders wegkriegen. Was ist los? Raus aus meinem Bett. Steht der scheiß Schäfer da wieder? Müll. Vielleicht reicht das ja aus. Hey, du. Hey, du. Wie muss ich das denn jetzt geben? Johann hat auf jeden Fall Bock. Ihr bitte eine gut durchgebratene Keule für eure Lordschaft. Fein, fein. Ich fange langsam an, dich zu mögen, Kleiner. Du verstehst deinen Platz in der Herde, nicht wie der Rest dieses undankbaren Haufens. Wir sind ein paar Münzen und nur Zischhaar. Also, wie sieht's aus? Wirst du ein Weilchen für Albin arbeiten? Verdammt, dämliche Bauern. Aber irgendwas muss ich ja essen und wenn dem Gasthaus noch mal jemand dieses Spülwasser vorsetzt, halte ich das nicht mehr aus. In Ordnung, sag dem alten Knacker, ich arbeite für ihn. Wer weiß, vielleicht gefällt es dir ja sogar.
So, wen kann ich denn noch? Darf ich die Liste nehmen? Ich habe, wonach du suchst. Hier, das ist für dich. Wie läuft das Geschäft? Nicht nur, dass die Steuern von... Ah, das hatten wir schon. So... vielen schon geholfen. Ah, die haben jetzt... Es tut mir leid. Flora, deine Reise endet nun. Mögen die Götter dir Einlass in ihr Reich gewähren. Und möge der barmherzige Adanos deinem müden Vater Schutz gewähren, bis er mit dir im ewigen Glück vereint wird. Nochmal danke für deine Hilfe. Warte mal. Ich habe mit dem Dorfältesten gesprochen und er hat zugestimmt, uns zu beschützen, solange wir dafür arbeiten. Ich brauche einen Moment, um nach den jüngsten Ereignissen herunterzukommen. Ich werde mich eine Weile erholen. Hey. Steig. Okay. Was hat er denn krasses? Die Zauber sind vielleicht ganz cool, aber boah. Gebe ich jetzt 80 Gold für Bücher aus? Ja, gut, hat sich gelohnt, ist okay. Ich habe jetzt 50 Lernpunkte. Skalierte der mit Mana oder ist das? Achso, einer für alle. Okay, ich muss hier die Richtung gehen. Oh, lerne ich Zweihand?
An die Ja. Ja, ich lerne Zweihand, weil dann kann ich schneller zuschlagen. Momentan. Na, das braucht ja noch ein bisschen. An die Arbeit. Nee, das muss ich anders machen. Hey du. An die Ha, okay. Das System lässt sich nicht ausdribbeln. Also, ich bin schon mal Kämpfer. Ich könnte jetzt nochmal 45 hoch machen. Machen wir mal nicht. Schade, ich dachte, ich könnte das System ein bisschen ausdribbeln. Hat wohl nicht ganz geklappt. Aber ist okay. Hey. Das ist nicht schlecht. Bring mir die Grundlagen für das Entnehmen von Tiertrophäen bei. Das Wichtigste ist, dass du dich deiner Beute geschickt näherst. Wenn deine Beute dich zu früh bemerkt, könnte sie dich angreifen oder einfach weglaufen. Versuche, dich deinem Ziel langsam zu nähern, auf angewinkelten Beinen mit gezogener Waffe und wenn du nah genug bist, schieße. Das Häuten von Tieren ist eigentlich nicht allzu schwierig, es erfordert nur viel Geduld und Präzision. Schneide die Haut des Tieres in der Bauchgegend ein, wo sie am weichsten ist, und fange dann an, sie vorsichtig abzuschälen. Manchmal musst du zusätzliche Schnitte machen, aber denke daran, dass die Qualität des Leders umso schlechter wird, je mehr du schneidest. Mit der Zeit wirst du den Dreh raus haben, also hab keine Angst. Zeig mir deine Ware. Oh. Dann versuchen wir uns mal ein bisschen was zu organisieren. Da ist nichts zu holen. Hilfe! Da ist nichts zu holen.
nichts zu holen. Hey, möge Iinos dir gesunde Kinder schinden. Ich dachte, um mich wäre es geschehen. Du hast nichts mehr zu befürchten. Bist du so sicher? Ich bin mir sicher. Wie lange bist du schon hier? Die ewig, aber zum Glück können Wölfe nicht so hoch springen. Im Moment möchte ich keine Kinder, aber ein voller Goldbeutel wäre praktisch. Ja. Natürlich. Meine gesamten Ersparnisse. Sobald ich hier unten bin, bekommst du sie. Was ist passiert? Ich war gerade auf dem Rückweg, als ich die Wölfe heulen hörte. Darum bin ich hier hochgeflüchtet, auf diesen Felsen. Kannst du laufen? Irgendwie werde ich es schon hinbekommen. Bring mich bitte einfach schnell nach Hause, bevor diese Bestie wieder auftaucht. Bestie. Banküberfall. Gut, ich bin bereit. Lass uns losgehen. Du hast diese Bestie erwähnt. Wie hat sie ausgesehen? Es war schrecklich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie war dort, bei den Bäumen und auf der anderen ist es Seite. Volkart hat mich geschickt. Er sagte, du wolltest Vorräte besorgen. Die meisten von ihnen sind vom Wasser weggespült worden und haben wahrscheinlich schon das Meer erreicht. Ah, aber es müsste noch eine Flasche Wein und etwas Fisch auf dem Boot sein. Zwing mich nicht, sie zu holen. Ich gehe nicht. Für heute waren das genug Abenteuer. Bleib in meiner Nähe. Bitte, beeilen wir uns. Ich kann nicht länger hier bleiben. Halt, was ist mit dem Gold? Ja, stimmt. Hier, das ist alles, was ich habe. Okay. Hörst du den Wolf heulen? Au. Drecksau. Bleib in meiner zum Dorf bringen. Na gut. Ah, da sind noch mehr Wölfe. Geil. Wie er einfach alle Wölfe jetzt wegfetzt. Danke. Ich schulde dir was.
Rolf ist jetzt in Sicherheit. Ich danke dir. Was für eine Erleichterung. Gab es irgendwelche Probleme? Ein paar Wölfe, aber wir sind mit ihnen fertig geworden. Wölfe? So nah am Dorf? Wir werden die Jäger rufen müssen. Diese Tiere sind keine zahmen Hauskätzchen. Es ist mir gelungen, einige Vorräte aus dem Fischerboot zu holen. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendetwas diesen Sturm überlebt. Nimm diese paar Münzen. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Mühe geben kann. Ist so. Danke, die werden mir sicher nützlich sein. Ich danke dir. Auch im Namen von Rolf. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss wieder meine Pflichten nachkommen. Ja, alles easy. Übrigens, Rolf hat erwähnt, dass er eine Art Bestie gesehen hat. Seit einiger Zeit kursieren in der Bevölkerung Gerüchte über ein Monster aus dem Wald, welches die Gegend unsicher macht. Es heißt, es schleicht am Waldrand entlang und hält Ausschau nach Dorfbewohnern, die von ihren Feldern und Angelplätzen zurückkehren. Nur wenige haben es gesehen und noch weniger haben einen Kampf mit ihm erlebt. Wenn Rolf die Bestie tatsächlich gesehen hat, kann er von Glück reden, dass er aus dieser Sache herausgekommen ist. Okay. Dann haben wir diesen Quest auch schon mal fertig. Signalturm. Eigentlich will ich hier vorne nochmal im Fluss schauen. Lurker mit dem jetzigen Magie- und Kampfstand sollte ja eigentlich machbar sein. Hoffentlich. Weil ich glaube, hier im Fluss sind echt tolle Sachen drin. Ja, wenn man sich nicht anstellt wie ein Dulli, dann geht das. Ich bin ein bisschen langsam. Da ist nichts zu holen. Zu holen. So. Als wenn die Ratte mich erwischt hat.
was sehen meine entzündeten Augen denn da? Eine Drachenwurzel. Die Drachenwurzel. Beste. Hallo. Hola. Nichts ist nicht zu holen. Wie ist es? Hier sind all diese Schildkröten. Leider noch nicht weggemacht. Ah, da hinten war, glaube ich, irgendwie was Krasses, oder? Das sind Froschmenschen. Komme ich hier irgendwo rüber? Ja, Fetterkältung am Start. Aber, naja. Was haben wir denn hier? Okay. Ich glaube, die Goblins da hinten kriege ich nicht weggemacht. Hier vorne ist Stuff zu holen. Toter Lurker? Ja, wie schaut's sonst bei dir aus? Momentan ist er wahrscheinlich bei euch. Bisschen Ausnahmezustand. Okay, komm, probieren den jetzt noch mal. Ah ja, das hat ja wunderbar geklappt. Das ist auch nicht verkehrt. Da ist nichts zu holen. Geht doch.
Warum denn so ein Krampf hier? Ist doch richtig einfach. Gucken wir mal, ob das nochmal so funktioniert. Einigermaßen. Ja, wie? Hey, danke dir für deinen Follow. Entschuldige meine Rotzestimme. Erkältung, kick rein. Captain Trips. Yes. Danke, dass du da bist. Oha. Nein, nein, Schildkröte will ich nicht. Schildkröte ist gefährlich. Die sehen mir auch ziemlich ausgehungert aus. Könnte ich noch erwischen, denke ich mal. Yes. Ich gehe mal davon aus, Acholos, beziehungsweise Gothic-Fan. Hör doch hier, was? Oh nein. Oh. Ich hätte speichern sollen. Klassiker. Aber ich muss mal gerade überlegen, 2001 kam das raus, oder? Oder war es 2002? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 2001. Da war ich 7. Aber ich habe es früh gespielt, aber so früh auch nicht. Ich hoffe, dass mir der Wolf von der Seite jetzt nicht auf den Sack geht. Dieser Höhennachteil, der ist ja mal giga groß. Also klar, ich sollte hier vielleicht noch nicht so rumfuhrwerken, wie ich es gerade momentan tue. Vor allen Dingen auch nicht mit halbem Leben.
Was haben wir denn? Brotsuppe, das hört sich doch stabil an. Komm, machen wir erst den Wolf weg. Der stört mich am meisten. Vielleicht kann man hier links gegen die Wand kloppen. Also der Initialschritt war gar nicht mal so verkehrt gewesen. Oh. Da hat's das Spiel zerrissen. Moment mal. Ich hätte jetzt gerne meine Maus wieder, damit ich hier wenigstens im Taskmanager irgendwas beenden kann. Aha. Danke. So. Oh, bitte sag mir nicht, dass der Speicherstand jetzt kaputt ist. Okay. So. Oh. Ja, das Problem hatte ich nicht. Ich hatte nur das Problem Gothic 3. Falls du fragst, welches Problem Gothic 3? Ja. Genau alle die Probleme, die du gerade denkst. Das war damals richtig schlimm. Man hat sich so gefreut auf dieses Spiel. Das war ein reines Absturzspiel. So. So, die Schildkröten kriege ich auch noch nicht weg. Es sei denn... wieder den Schwimmen-Trick. Aber wir gucken jetzt gerade mal kurz, was hier unten ist. Ja, hier ist noch jede Menge. So. Alles klar. Danke dir für dein Werk. So, komm, kommst du auch noch mit ins Wasser? Bisschen cheesy, aber... egal. Ja, der Community Patch, der hat geregelt. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Mit dem Community Patch.
Aber das hat mich damals richtig aufgeregt. Du hast das Spiel gestartet, ein bisschen gespielt. Irgendwann war es dann kaputt und du konntest wieder von vorne anfangen. Ich weiß nicht, also Kapdun hatte ich damals immer freigespielt, also von den Orks befreit. Wie hieß die nächste Stadt da nochmal? Also es gab ja die Anfangsstadt, dann Okara, Kapdun, dann, ich glaube, Treles? Hieß die Stadt Treles, die dann als nächstes kam, Richtung Okara war ja das andere. Redok ist das erste. So, was haben wir hier noch? Schlammmürte. Schlammmürte habe ich gerade momentan in der Nase. Und vom Gefühl her im Gehirn. Ist das dann noch ein Geldsack? Hä? Da ist nichts zu holen. Okay, Underwater Marvin. Alles klar. Die Schildkröte lassen wir mal Schildkröte sein. So, eigentlich Richtung Holzfällerlager. Ui, danke dir. Krass. Voll die Ehre, dass jemand so direkt reinkommt und ein Abo da lässt. Mega. Danke. Also damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet gerade. So, sind das die Walddinger oder die normalen? Naja, Fifi. Konnte man das nicht irgendwie in der Gothic-Inni nicht abändern, damit der schneller zuschlagen kann? Genau. Hier geht's auch lang. Da sind Goblins. Was Nettes, was wir verspeisen können. Ich trinke einfach mal den. Bin da jetzt ein bisschen reingeheatet, weil die hier ganz gerne, glaube ich, mal runterfallen. Bin mir jetzt nicht sicher, war hier oben eine Krabbe,
Bär oder irgendwas noch Schlimmeres? Ein Flüchtiger. Nichts zu plündern. Ach, die Quick-Loot-Mod wollte ich mir noch drauf packen, eigentlich. Weil Mehrwert hat das Ganze nicht. Oh, krass. Two-Shot. Da ist nichts zu holen. Das ist kritisch. Auch nicht. Traubentorte. Ich traue meinen Augen doch nicht. Wo sind hier überall Wölfe? Oha. Ah, die sind gespawnt wegen der scheiß Quest da vorhin. Der Rolf, der hat sie alle hinauf, nee, herauf beschworen. Also ich könnte jetzt hier vorne bei dem Turm direkt das Holz holen. Ich will das Holz aber beim Holzfällerlager holen. Wir brauchen ja schließlich das Holz für ihren Turm. Falls mal irgendwann Orks angreifen sollten oder so. Haha. Okay. Jetzt bist du dran. Was für dich, Penner? Selber Penner. Okay, ich muss erstmal in dieses Kampfsystem generell wieder reinfinden. Das ist so lächerlich. Oh.
Der erste Kreis. So ein dämlicher Mistkerl. Scheiße. Wo kam er denn jetzt her? Drecksack. Jetzt bist du dran. Ey, heute regnet es ja Subs hier. Was ist denn los? Danke dir. So, wo stand jetzt hier der andere Heckenpenner? Ach, der spawnt einfach, weil man ihn hier lootet. Ich mach dich fertig. Alles Arschlöcher bis auf Mutti. Will doch einfach nur den Pfeil aus dem Rücken ziehen. Habe ich das schon gelernt? Ein Amulett aus der silbernen Schatulle. Wie viele sind das? Ich höre drei. Nichts zu holen. Wäre das jetzt gewesen? Nee.
Gegen Goblin-Krieger, da können wir leider noch ja nichts tun. Ich frage mich ja, wie wenig Schaden wir an dem machen oder ob wir überhaupt Schaden an ihm machen. Also wir machen Schaden, den kriegen wir hin. Zwei Stunden gibt Follow. Dreck. Das war nicht schlecht. Das war okay. Nein. Das ist einfach nur eine Sache der Konzentration. Und das Problem an der Sache ist, Konzentration ist A, nicht meine Stärke, plus B, im erkälteten Zustand noch viel weniger. Dreck! Gegen die Wand kloppen ist kein Bug-Abuse. Kann sich ja einfach viel geschickter zurückziehen, der Sack. Ich hab doch gehauen. Das kriegen wir hin. Aber heute nicht. Muss ich auch manchmal geschlagen geben. Snapper kriege ich auch noch nicht hin. Das Ding ist, ich habe nicht mal Medikamente genommen. Aber Erkältung kickt richtig rein. Das ist schon richtig erkannt. So, das Lager der Köhler. Was kannst du mir über diese Gegend erzählen?
Es ist schön, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ich empfehle dir, im See daneben schwimmen zu gehen. Bis jetzt gab es da keine Laker oder andere Mistviecher. Wer hat hier das Sagen? Helmut, wenn du etwas erledigt haben willst, musst du mit ihm sprechen. Alles klar, Chef. Wer bist du? Mein Name ist Helmut und ich bin hier der Vorsteher. Was machst du hier? Wir brennen Holzkohle. Irgendwo sonst auf der Insel findest du bessere Bedingungen zur Herstellung. Und du bist doch nicht nur gekommen, um uns zu stellen. Ich möchte ein bisschen Gold verdienen. Kann ich dir bei etwas helfen? Wir haben keinen Mangel an Arbeitern, aber das könnte sich schnell ändern, wenn sich nicht bald jemand um diese Snapper kümmert. Bis jetzt haben sie uns noch nicht angegriffen, aber alle paar Nächte höre ich ihre Laute aus der Höhle. Ich habe Angst, ein Auge zuzumachen, weil sie uns jederzeit einen Besuch abstatten könnten, als ob sie mit uns spielen würden. Wenn du diese Mistviecher loswirst, werde ich dich reichlich belohnen. Also, was sagst du? Sind wir im Geschäft? Ihre Abfahrt. Ich kümmere mich um sie. Wo sind sie? Direkt neben dem Fluss gibt es eine kleine Höhle. Dort haben sich die Biester eingenestet. Sei einfach vorsichtig. Das sind keine einfachen Scavenger. Wenn sie dich als Gruppe angreifen, kann ich anfangen, dein Grab auszuheben. Wie läuft die Arbeit? Es könnte nicht besser sein, Junge. Der Boden hier ist sehr gut für unsere Bedürfnisse, denn er ist reich an Lehm, Kies und Sand. Außerdem schätzt Ulrich unsere Arbeit und ist bereit, für jede Kohlelieferung großzügig zu zahlen. Ich würde gerne Holzkohle kaufen. Du wirst auf der ganzen Insel keine besseren finden. Wenn du nichts kaufen willst, dann lass mich in Ruhe. Sind noch irgendwelche interessanten Leute? Wie geht's dir? Das Übliche. Es gibt mehr als genug Arbeit. Für wen arbeitest du? Wenn du damit meinst, von wem ich mein Gold bekomme, dann ist das unser Vorarbeiter Helmut. Er ist derjenige, der für die Arbeiten im Lager verantwortlich ist. Wir waren in letzter Zeit sehr beschäftigt. Wir haben viele Bestellungen aus dem Wolfsbau bekommen. Aber ich beschwere mich nicht. Immerhin bezahlen sie gut. Was arbeitest du? Ich bin dafür zuständig, die Meiler zu formen und dafür zu sorgen, dass sie keine Lücken oder Ritzen haben. So können wir sicherstellen, dass das Holz, welches wir verbrennen, von höchster Qualität ist. Dem Wolfsbau? So wird die alte Bergfestung auf der anderen Seite des Sees genannt. Angeblich gehört sie einem Kerl namens Ulrich, einem Vasallen des Statthalters. Mehr weiß ich nicht über ihn. Seine Männer kommen manchmal, um unsere Arbeit zu beaufsichtigen. Sie sind von Kopf bis Fuß gepanzert und tragen diese großen Äxte. Ich würde ihnen aus dem Weg gehen, wenn ich du wäre. Wie läuft die Arbeit? Ich hoffe, dass Helmut meine Arbeit bald zu schätzen weiß. Ich habe in letzter Zeit doppelt so viel geschafft wie die anderen. Deine Arbeit scheint dir wirklich Spaß zu machen. Ich sage dir, du solltest es selbst mal ausprobieren, Kumpel. Es macht echt Spaß. Hey, du. Wie läuft die Arbeit? Ein Kinderspiel, Junge. Ein Kinderspiel. Die Kohlemeiler brennen dank des besonderen Bodens bei Tag und bei Nacht. So etwas findest du sonst nirgendwo auf der Insel. Außerdem zahlt Ulrich gut für jede Kohlelieferung. Erzähl mir von Ulrich. Er ist ein strenger und pragmatischer Mann, aber fair. Nicht wie die feigen Handlanger des Königs. Die denken nur an Feste und Bordelle. Er kam vor vielen Wintern hierher, als diese Festung noch von dem früheren Fürsten Godric regiert wurde. Ulrich schwor auf sein Recht auf dieses Land und verlangte, dass die Tore geöffnet werden. Aber Godric verbarrikadierte sich und wartete geduldig. Der Winter kam bald und jeder nahe weiß, was der Winter für Eindringlinge bedeutet.
Ulrik beschloss schließlich, sich zurückzuziehen. Sehr zur Freude von Godric. Der Herr der Festung vergaß die Bedrohung schnell und gab ein großes Fest auf der Burg, um den Sieg zu feiern. Was er nicht ahnte, war, dass die Angreifer die ungenutzten Minenschächte nutzen würden, um in die Festung zu gelangen. Es gab einen kühnen Mann, der die Eindringlinge durch die unterirdischen Tunnel führte. Ulrik und eine Handvoll seiner treuesten Männer gruben sich in die unteren Ebenen der Festung ein, öffneten die Tore und dann begann der eigentliche Spaß. Und Godric. Nun, Ulrik hatte keine Gnade mit ihm. So kehrte der Erbe von Wolfzack nach Acholos zurück. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Weißt du, an wen ich mich diesbezüglich wenden sollte? Wir haben viele Köhler. Aber vielleicht kann Helmut dir Arbeit geben. Wenn du auf der Suche nach ehrlicher Arbeit bist, kannst du dein Glück auch beim Holzhacken bei Knut oder in Ulrichs Festung versuchen. Die sind immer auf der Suche nach helfenden Händen. Aber sei vorsichtig, denn die Bewohner des Wolfsbaus mögen keine Neuankömmlinge. Und du siehst für mich wie einer aus. Geht es dir gut? Nicht wirklich. Ich warte nur darauf, dass die Königlichen hierher kommen und unser Lager übernehmen. Warum sollten sie das tun? Weil Helmut angefangen hat, sich mit Ulrik zu vertragen. Und das ist, gelinde gesagt, nicht nach ihrem Geschmack. Ich habe gehört, dass Knut bereits in Schwierigkeiten steckt. Bald könnte es uns treffen. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Die Königlichen sind gierige Bastarde, das ist es. Echt so. Ja, da vorne geht's direkt schon ab. Hier, für dich. Reisen mit der Händlergilde. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Ein Wolf. Nee, wie ging das? Der Wolf für das Lamm. Oh nein, zwei. Das packe ich nicht. Aber ich muss es irgendwie packen. Kriege ich die von hier oben? Nein. Ist nicht zu holen. Das nicht ist zu genau holen. Im Sinne des Erfinders. Genauso ist es gelaufen. Könnt ihr mir nicht anders erzählen. So. Wer bist du? Mein Name ist Knut und wie du sehen kannst, bin ich Holzfäller. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Also sag, was willst du? Kannst du etwas Holz entbehren? Wenn du fragst, ob meine Vorräte zum Verkauf stehen, dann muss ich dich leider enttäuschen.
Ich verkaufe mein Holz nicht an jeden Dahergelaufenen. Und selbst wenn ich es täte, du bist zu spät. Der Herrscher dieser Festung hat die komplette letzte Ladung gekauft und gerade eine weitere bestellt. Die Bewohner von Silbach brauchen dringend Holz, um ihre Hütten zu reparieren. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Mir wurde bereits der volle Betrag für das gesamte Holz versprochen. Vielleicht kann ich mir das Holz dann verdienen. So wie du aussiehst, sägst du dir eher die Finger ab, als dass du mir mit meiner Arbeit hilfst. Lass mich nachdenken. Elko, einer meiner Männer, ist seit mehreren Tagen nicht ins Lager zurückgekehrt. Er war schon immer ein Dummkopf und er faulenzt mehr, als er arbeitet. Aber bei der Menge an Arbeit, die wir in letzter Zeit haben, brauche ich jede helfende Hand. Finde ihn und schick ihn zurück zur Arbeit. Und wenn du seine Leiche findest, umso besser. Ein Maul weniger zu stopfen. Woran erkenne ich ihn? Kurze Haare, kurzer Bart, dünn wie ein Spargel. Er hat ein riesiges Muttermal auf seiner Wange. Hast du eine Idee, wo ich suchen soll? Bei den Köhlern. Er hängt gern in der Nähe des Sees im Süden herum. Sieh dort nach ihm. Vielleicht liegt er nur wieder auf der faulen Haut oder eine wilde Bestie hat ihn gefressen. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Sobald du herausgefunden hast, was mit ihm passiert ist, kommst du zu mir zurück und bekommst etwas Holz. So, alles klar. Redneck, hi. Oder? Bin auch total überzeugt von dieser Mod. ist noch ein Reisender. Solange der noch lebt, können wir uns den noch. Ich bin beschäftigt, lass mich in Ruhe. Perfekt. Gibt's hier nicht irgendwie einen Shit noch zu lügen? Das hörte sich nach Troll oder Schattenläufer an. Gibt's hier keine Pflanzen? So, ja, mir geht so lala, voll fette Erkältung eingeheimst. Selber? Prequel Story? Welche Prequel Story meinst du? Das hier ist ja quasi Prequel Story von Gothic 1. Wenn du durchgespielt hast, weißt du ja warum. Elko? Arbeitspause? Ja, nicht jeder kann sich eine leisten, schon gar nicht die Torte von Knut. Übrigens, ich glaube, sie suchen nach dir. Wovon redest du? Ich weiß, dass du dich vor der Arbeit drückst. Wie hast du? Verdammt, nun, ich schätze, ich bin erwischt worden. Ich? Was willst du dagegen tun? Kämpfen will ich gar nicht gegen den. Ich werde Knut sagen, dass du dich hier versteckst und dann wird er mir geben, was ich will. Nein, bitte, ich werde alles tun, was du willst, aber zwing mich nicht, zu diesem verdammten Tyrannen zurückzugehen. Du musst mir schon einen wirklich guten Grund nennen, warum ich das nicht tun sollte. Wie würdest du dich fühlen, wenn ein Muskel trotz dich Tag für Tag zu zermürbender Arbeit zwingt und dir dabei noch ins Ohr schreit? Ich schätze, du wirst nicht lange durchhalten. Irgendwann habe ich klein bei und aufgegeben. Helmut zahlt vielleicht weniger als Knut, aber wenigstens behandelt er mich mit Respekt.
Was schlägst du also vor? Geh zurück zu Knut und sag ihm, dass ich tot bin. Als Beweis nimm dieses Amulett. Es ist mein Familienerbstück. Ich habe mich nie davon getrennt, also wird Knut es sofort erkennen. Ich glaube, du könntest dir ein bisschen mehr Mühe geben. Nimm dieses Gold. Mehr habe ich nicht bei mir, wirklich nicht. Gut. Gib mir das Amulett. Ich wusste, dass du ein guter Kerl bist. Vielen Dank. Halte ich für ein Gerücht, dass ich ein guter Kerl bin? Ist es das, wo du als Frau spielst? Oder welches meinst du, Redneck? Hey, du. Ich glaube, ich habe Echo gefunden. Wirklich? Wo ist dieser Faulpelz? Er ist im Köhlerlager und es sieht so aus, als würde er doch bleiben. Dreckiger Bastard. Ich werde ihn das Weglaufen schon austreiben. Und mit Helmut muss ich wohl mal darüber reden, dass er mir meine Leute abwirbt. Du hast einen Teil der Abmachung erfüllt. Also bekommst du wie versprochen das Holz. Wie viele Stücke brauchst du? 20 sind genug. Nimm es. Ich hoffe, du kommst mit dem Transport klar. Wie läuft die Arbeit? Das Holz ist hart und die Bäume haben tiefe Wurzeln. Es ist, als würden sie sich auf den Winter vorbereiten. Abgesehen davon ziemlich gut. Natürlich nur, wenn uns niemand stört und dumme Fragen stellt. Kannst du mir zeigen, wie ich stärker werde? Sicherlich nicht umsonst und schon gar nicht, wenn du ein Schwächling bist. Ich verschwende meine Zeit nicht mit jemandem, der nicht mal einen Baumstamm heben kann. Zeig mir, wie ich stärker werden kann. Wenn du das Gold besorgst, reden wir weiter. Hier gab es da noch einen mit Namen. Ho, der ist sauer, der redet nicht mal mehr mit. Ja, ich habe mir jetzt... Entschuldigung. Ich habe mir... Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, die Gothic-Teile mal durchzuspielen am Stream. Erst den hier, dann eins, hey, und zwei, dann drei. Mit Bot. Kannst du mir sagen, was du hier machst? Hm. Weißt du, da ist nicht viel Philosophie dabei. Ich fälle Bäume, säge Holz, trinke dann ein Bier und gehe ins Bett. Jo, danke dir. Was gibt's Neues? Nicht viel. Jeder Tag ist wie der davor, aber so ist das Schicksal eines Holzfällers. Wenigstens kann ich nachts in Ruhe den Geräuschen der Natur lauschen. Dann hoffe ich, dass du ab nächste Woche wieder mit am Start bist. Hier rechts ging es ja nach Acholos City. Kann da Kohle klauen?
gut. Sagen wir doch nicht nö. So, ich glaube, irgendwo hier hinten war doch auch noch irgendein Ramsch. Hier irgendwo hinstellen. Oder war das erst später? Ei. Das hat sich doch schon mal fett gelohnt hier. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber das ist so cool. Was habe ich denn noch gekriegt? Ist das hier Erz? Nee. Ja, das ist Bastians Holz.
Ah. Stimmt, ich habe vergessen, den Zettel zu lesen. An wen muss ich das denn bringen? Ich? Na gut, wenn ich mich so einfach bedienen darf, dann sage ich natürlich auch nicht nein. Kriegt er das Amulett? Das kann ich nicht. Ja, sehe ich wohl. So, aber ich denke mal, wir werden jetzt hier an der Stelle Feierabend machen, weil ein bisschen kaputt bin ich und meine Stimme und Nase und alles wird auch nicht besser. Deswegen sage ich mal recht herzlichen Dankeschön. Und wir gucken mal, ob irgendwer online ist, wo wir hinreden können. Ja. Gehen wir mal zu Anushka rüber, die spielt gerade Enshrouded. Cooles Game. Coole Frau. Lasst ein bisschen Liebe da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.